Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Beer Factory mit mir, McManus, zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Freitag bis jetzt und freut euch auf einen neuen Rekord und freut euch auf eine neue Folge Beer Factory. So, als allererstes wird sich erstmal entspannterweise ein Kaffee gezapft und dann haben wir ja einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Wir haben eine Getreideschrotmühle gekauft, in Betrieb genommen und jetzt sollen wir 50 Säcke Getreideschrot insgesamt exportieren. Ich würde sagen, dann nehmen wir erstmal diesen Auftrag an. 24 Säcke beinhaltet der und wir bestellen somit erstmal wir bestellen nur 23. Ich weiß nämlich nicht warum. Oh Scheiße, ich habe nicht bestellt. Ich weiß nämlich nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich einen Sack Getreideschrot bei mir noch in der Firma liegen und ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht sagen. So, wie sieht's denn hier aus überhaupt? Ich habe hier noch ein bisschen Müll. Ich muss nämlich nochmal neu anfangen. Das kann ich euch gar nicht erzählen, warum. Ich habe nochmal schnell jetzt hier wieder bis zu dem Stand gespielt, wo wir waren, um jetzt hier das neue Video für euch aufzunehmen. Denn, ach, traumhaft. Denn, meine Lieben, es ist nämlich Folgendes passiert. So, passt mal auf. Ich mache erstmal hier, wartet ganz kurz. Ich düse erstmal mit dem Hubwagen los und hole mal schnell unsere 24 Säcke. So. Eigentlich könnten wir auch mehr Säcke holen, theoretisch. Gleich bestellen. Weil unsere Aufträge jetzt für den Anfang werden ja definitiv erstmal sein: Getreideschrot, Getreideschrot, Getreideschrot. Bis wir einen neuen. Bis wir wieder aufgestiegen sind und sozusagen wieder skillen können. So, einmal nach oben. Ja, ja, ich mach da schon. Bin jetzt Kidder. So, rein da. Einmal hochpumpen. Das gute Stück. So, jetzt mit Gefühl raus. Ja, mit genau das meine ich mit Gefühl. Und der fährt weg jetzt, oder? Ja, perfekt. Hat gut geklappt. So, und ich habe auch überlegt, hier rückwärts fahren mit dem Dings klappt viel besser, Leute. Guck mal, wie geil das Rückwärtsfahren geht. So, wenn ich diese Palette theoretisch da hinten hinstelle, sollte der eigentlich eigenständig das Getreideschrot hier einfüllen, wenn mich nicht alles täuscht. So, wartet mal. Theoretisch sollte der jetzt starten und genau das macht er auch. Geil. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Also das finde ich echt klasse. So, pass mal auf, hier haben wir schon einen. Wir können derweil mal noch ein bisschen aufräumen und müssen immer Ausschau halten nach Francis. Nicht, dass der uns hier Ärger macht. Der Francis. Aber ich glaube, ich habe den eigentlich relativ gut in den Griff bekommen. So, hier mal noch ein bisschen Müll wegräumen, denn unsere Bierfabrik, oh, ihr habt mir so viele schöne Kommentare geschrieben, Leute. Dafür vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe auch gemerkt, ihr habt richtig Bock auf das Let's Play hier. Hat mich sehr gefreut. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass das Video so gut ankommt. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle natürlich. Und natürlich werden wir weitermachen. Natürlich werden wir hier schauen, dass wir... Oh, warte mal, was gibt es denn hier überhaupt? Gar nichts. Natürlich werden wir schauen, dass wir so viele... so erfolgreich und so viel Bier, wie es nur geht, hier einfach herstellen. So, jetzt sammeln wir aber erstmal nochmal ein bisschen Müll ein. Das sind nämlich alles wichtige Erfahrungspunkte, die wir gerade am Anfang brauchen. So, und dann geht's zurück zu unserem Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon Namen gegeben haben. Aber wir haben auch mittlerweile unseren zweiten Auftrag. Unser zweiter Auftrag ist aktiv. Können wir das wegmachen? Nee. Gut. Wir bräuchten die Palette. Ich bräuchte mal die Palette, Kollege. Wie sieht denn das aus? Ich helfe dir mal ein bisschen hier. So, zack, einmal drauf. Und den auch noch drauf. Was macht der jetzt? Als bleibt der da stehen. Jetzt würde mich ja mal interessieren, ob ich den auch hier vorne dingsen kann. Hm, warte mal. Arbeitsplatz zuweisen. Komm mal mit. Was ist denn, wenn wir das noch machen? Er scheint das automatisch zu machen. Er scheint das automatisch zu machen. Oh, ist das geil. Das ist ja wirklich genial. Das ist ja wirklich genial, Leute. Das finde ich ja... Oh, guck mal, der ist sogar gelevelt gerade. Der hat sogar ein Level... Oh, geschuldete Löhne, $7,50. Ja, ja, du kriegst deinen Gehaltscheck. Oh, der Gabelstapler. Ich kann euch sagen, ich habe in meinem Leben... noch nie so ein schlechtes Fahrzeug wie das hier gefahren. Das ist eine absolute Katastrophe. Ach, und den müssen wir... Ich drücke hier wirklich, pass auf. Jetzt drücke ich. Und jetzt fährt er erst los. 3 Sekunden Verzug.
Kannst du keinem erzählen. So, ich will nur die Palette nicht anstupsen, solange wie die noch hier steht. Solange wie hier noch aufgeladen wird. So, komme ich da jetzt rein? Und warte. Gabel. R-Palette. So, jetzt können wir die nämlich fixieren. Perfekt. Gut, hast du super gemacht. Hat er super gemacht. So, dann düsen wir erstmal raus. Bring dem die Palette und dann haben wir nämlich den nächsten Auftrag schon erfüllt. Oh, genial. Wirklich richtig cool. Ich weiß zwar nicht, für was ich diesen Palettenplatz da habe. Oh. So, bitteschön. Und Abfahrt. Sehr gut. Okay, dann einmal wieder zurückstellen und dann müssen wir erstmal... Was? Wieso waren das jetzt nur 23 Säcke? Es fehlt ein Sack. Es fehlt ein Sack Malz. Der ist runtergefallen. Oh, ich fasse es nicht. Warum fällt denn immer einer daneben? Warte mal, ist das geschrotet? Nee, Rohmalz. Das ist rohes Malz. Warte mal. Das geht aber nicht. Das muss noch einmal durch hier. Kommst du klar, Francis? Nee, Francis. Jetzt sage ich zu ihm schon, Francis. Arbeitsplatz zur Erfahrung 53 von 80 Kosten. Okay. Arbeiten. Ja. Getreidemühle Auswurf. So, pass mal auf. Da ist jetzt hier oben, geht gerade gleich ein Sack rein. So. Da bin ich aber gespannt. Macht er das fertig? Dann schmeiße ich dir nach hinten drauf und dann haben wir den Auftrag fix fertig. Der Sack schon drin? Nee, irgendwie nicht. Was ist denn mit dir? Warum zappest du jetzt? Jetzt ist der Sack drin. Ja, dauert ein Stück, bis das Förderband oben ist und alles, ne? Ist klar. So, einmal noch Getreideschrot. So, dann können wir das noch hier draufschmeißen. Bitteschön. Ey, jetzt sagt nicht, das geht nur auf Palette. Ey, ich wäre hier wahnsinnig. Das kann da nicht wahr sein. Wieso geht denn das nur auf Palette? Mann! So, warte. Nee, doch. Ich muss bestellen. Upgrade. Nee, nicht Upgrade. Industrielle Bauunternehmen. Nee, ich muss was bestellen. Und zwar, passt mal auf. Ich glaube hier. War das hier gewesen? Dekorativ. Paletten. Moment, das ist ja nur dekorativ. Die kann ich ja nicht nutzen, oder? Kann ich die nutzen? Die kann ich nicht nutzen. Das ist doch kacke. Wo kriege ich denn jetzt eine Palette her? Wo kriege ich denn jetzt eine Palette her? Jetzt nimm den Sack mit. Komm. Okay, pass auf. Ich mache Folgendes. Ich bestelle nochmal. Ach, das ist aber auch belastend. Ey, wenn du einen Sack einmal übrig hast, dann ist vorbei. So, pass auf. Ich bestelle... Vertrag bestätigen können wir noch nicht. Ich bestelle nochmal. Ich bestelle jetzt einfach nochmal 20 Sack. Komm. Sei es drum. Ne, warte mal. Wie viel haben wir schon gemacht? 20, 23, 24, 26 brauchen wir nochmal, um unseren Hauptauftrag auszuführen. 50 Stück müssen wir nämlich schroten. So, und pass auf. Dann stellen wir den. Dann stellen wir den hier rein. So. Kannst du da hin? Und dann geht das hier. Abflug. Ach Mann, ey, das ist aber auch ärgerlich. Geschuldete Löhne. Ja, ja, wir müssen Löhne zahlen, ich weiß. Ich weiß, wir müssen Löhne zahlen. So, da kommt schon unser nächstes Mehl oder Getreideschrot. Mehl, vor allem, ja. Getreideschrot. So, einmal drauf. Zack. Tür auf. Einmal hochfahren. Sehr gut. So, und das machen wir jetzt auch noch fertig. Aber jetzt brauchen wir ja... Jetzt haben wir natürlich das Problem... Jetzt brauchen wir auf... Das ist eine Katastrophe, Leute. Oh, warte mal, da sind zwei Paletten drin. Perfekt. Da sind zwei Paletten drin, Leute. Das ist perfekt. Zwei Paletten sind perfekt. Warte, dann machen wir das nämlich so. Einmal den hier raus. Ganz hoch. Komm. Stell dich nicht so an. So. Komm gleich wieder. Ich muss das mal reindüsen schnell. Da kann Francis nämlich schon mal anfangen. Ach, Francis. Ich sage immer Francis. Scheiße, unser Mitarbeiter heißt jetzt Francis. Nee, wie heißt er denn? Kai-Uwe. Ich nenne ihn Kai-Uwe. Ich sage einfach Kai-Uwe zu ihm. So. Kai-Uwe. Lieferung. Reiter. Abladen. Macht er jetzt automatisch? Nee, ne? Warte. Dann können wir den schon mal fixen. Warte. Komm her, Arbeitsplatz zuweisen. Komm mal her. Da. Oder hat er das jetzt automatisch geschnackelt gerade? Das wäre ja natürlich auch geil.
Theoretisch brauche ich das, glaube ich, nur da vorne hinstellen. So, der packt die jetzt alle da rein. Der fleißige Kerl. Und wir holen uns mal die nächste Palette. Geil, dann haben wir nämlich zwei Paletten. Dann können wir hier einmal mit einem einmal Getreideschrot wegtun. Und dann soll das eigentlich passen. Ich hoffe, man kann irgendwann noch einzelne Paletten bestellen. Ansonsten haben wir echt das Problem. Aber ich glaube, ich kann mir beim besten wenig vorstellen, dass es hier an den Paletten scheitert. Ich verstehe aber auch eine Sache nicht, warum wir den Sack nicht einfach einzeln ins Auto tun können. Das wäre ja mal, das wäre mal was für die Entwickler, Jungs. Aber vielleicht kommt das später alles noch. Man weiß es ja nicht. Wir sind ja hier noch im Anfangsstadium. So. Okay, perfekt. Ah, der hat den selber korrigiert auf der Ladefläche. Das ist ja natürlich auch nicht schlecht. So, du kannst eigentlich... Warum fährt der jetzt nicht weg? Du kannst eigentlich wieder los. Ich habe alles, danke dir. Ja, jetzt hat er es gecheckt. Ich glaube, jetzt hat er es gecheckt, oder? Ja, jetzt hat er es gecheckt. Gut, wir düsen rein. Zap, zap, ab. Jetzt brauchen wir eine Palette mit einem Dings. Och, das ist aber auch echt wenig. Ich probiere mal was. Ich will das mal hier vorne hinstellen. Ich will mal gucken, ob der das hier vorne abholt. Das wäre genial. So. Zap, zap, ab. Und dann will ich mal noch probieren, ob wir vielleicht sogar... Oh, der geht vor und holt das. Genial. Richtig gut. Und dann will ich nämlich nochmal probieren, ob... Das jetzt... Warte mal. Ob wir das vielleicht ohne Gabelstapler da reinfahren können. So. Okay. Jetzt müssen wir nämlich am Ende... Einfach nur diesen einen Sack daraus tun, dass wir zumindest diesen einen Auftrag schon mal fertig haben. So. So. Hochpumpen. Sehr gut. Ich hoffe, dass wir nicht den Gabelstapler brauchen. Oh, guck mal, der ist fleißig, der Kai-Uwe. Ey, das ist wirklich ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Muss man echt so sagen. Kai-Uwe ist wirklich ein guter Mann. So, wenn ich den jetzt einfach volle Bude hinten drauf fahre... Klappt das nämlich. Genie! So, okay, gut. Das funktioniert auch. Ja, man muss ja alles immer mal ein bisschen testen. So, jetzt können wir den Auftrag zumindest schon mal abschließen. Vertrag, Kohle her. Sehr gut. Reputation haben wir dazu. 33 Punkte haben wir gekriegt. Geil. Nächster Vertrag kommt 30 Sekunden und wir müssen mal Löhne zahlen. Nützt alles nichts. Lieferung, Gabelstapler, Mitarbeiter. So, bitteschön. Gabelstapler, den können wir noch mal ein bisschen pimpen. Motor, Butan, Propan, Spoiler wollten wir noch draufbauen. Ach, den haben wir noch gar nicht gekriegt, den Spoiler. Jetzt, ja, siehst du? Jetzt habe ich, ich hatte vorhin, hatte ich zwei Upgrades mehr. Jetzt habe ich gar keine Upgrades gefunden hier, wo ich nochmal neu gestartet habe. Das ist aber auch traurig. Schade. Naja, der Gabelstapler braucht ja auch keinen Spoiler, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Zack, rein mit dir. Naja, fast. So, was haben wir für den nächsten Auftrag? Nächster Auftrag. Vielleicht 26 Säcke Schrot. Das wäre eine geile Sache. Das wäre eine richtig geile Sache. Und Lieferungen. Vertrag. 25 Säcke. Also das ist ja auch schon wieder so peinlich, ne? 25 Säcke. Ist das denn ihr Ernst? Also 25 Säcke. Das darf da nicht wahr sein, ey. Ich baller die jetzt alle. Wisst ihr, was ich mache? Ich baller die jetzt dem alle drauf. Francis? Ist irgendein Sack daneben gefallen? Nee, bis jetzt nicht. Du? Da. Ich baller denen die jetzt alle drauf. Ey, scheiß doch die Wand an. Ganz ehrlich. Ist mir jetzt auch Latte. Ich knall die dem alle drauf. So, haben wir jetzt hier. Warte mal, jetzt haben wir hier Turbo. Okay, wir haben Turbo Boost. Ja, bitte. Warum auch nicht? Wir haben Turbo Boost. So, ich knall dem jetzt alle fünf... warte mal, wie viele Säcke sind das jetzt überhaupt noch? 26 sind das, glaube ich. Dann kriegt er jetzt 26 Säcke. Dann muss er halt den einen nicht bezahlen. Den kriegt er halt geschenkt und fertig ist. Oh, der Gabelstapler ist echt... Also vom Fahren her... Also unfassbar.
Also wirklich unfassbar. Nicht im Worte zu fassen. Ich weiß gar nicht, ob 26 Säcke raufgehen. Ich glaube, es gehen nur 25 drauf, oder? Ja, der fällt runter. Haben wir wieder einen Sack übrig. Ich wäre ja wahnsinnig. Aber komm, sei es drum. Ey, guck mal, das hat richtig gut geklappt gerade. Pass auf. Festhalten, Turbo Boost. Oh mein Gott. Fast in die Wand gefahren. Turbo Boost, andere Richtung. Ja, Mann. Zack, bitteschön. Jetzt hat der nur 24 Säcke drauf. Jetzt fehlt dem wieder ein Sack. Wir kommen doch hier in Teufels Küche. Das geht ja nicht. So, was ist denn jetzt überhaupt? Jetzt kam hier auf einmal so ein Vorspann. Ich weiß nicht, was los ist, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Aber sieht man... Oho, was ist denn jetzt los? Jetzt kommt hier das Underground-Business noch mit zum Vorschein. Oho, 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 oho. Ja, guck mal, jetzt wird richtig. Jetzt geht's ans Eingebraute. War ein kleiner Witz. Oha, das ist ja wild. Ja, komm, jetzt habe ich ja nur noch alles gesehen. Oh, hier mit Flaschenabfüllanlage und alles. Playtest, wir möchten uns herzlich Dank aussprechen, dass ihr an den Spieltest unseres Spiels Beer Factory teilgenommen habt. Eure Hingabe und eure unschätzbares Feedback waren entscheidend für die Verbesserung des Spielerlebnisses. Wir freuen uns angekündigt, dass Beer Factory offiziell am 10. Januar veröffentlicht wird. Eure Begeisterung, eure Beiträge waren eine Inspirationsquelle für unser Team und wir sind gespannt darauf, Früchte unserer Arbeit in die Welt zu teilen. Vergesst nicht, Beer Factory zu euren Steam-Wunschliste hinzuzufügen auf unser... Was macht man jetzt? Das war's? Ich hab gedacht, ich hab hier nicht nur Playtest, ich hab hier volles Programm. Ja, scheiße, und du? Jetzt bin ich traurig, Leute. Jetzt bin ich traurig. Was soll ich jetzt machen? Es tut mir leid, Leute, das war's gewesen. Ich bin total schockiert gerade. Es tut mir leid. Weil der Playtest ist leider vorbei. Weiter geht's nicht. Aber ich kann euch eine Sache versprechen. Und zwar am 10. Januar geht's mit diesem Projekt weiter. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns am 10. Januar wieder. Oh, das ist jetzt echt... Ich habe echt gedacht, wir können länger spielen. Es tut mir leid an der Stelle. Aber es kommt noch ein anderes Video heute. Von daher, True Farming. Genau, True Farming kommt heute noch. Oder kam sogar schon. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Bis dahin. Ciao, euer Manus.